Name ist Petra Reutermann. Ich bin die Chefärztin der Elbtag-Klinik. Ich bin Orthopädin, Unfallchirurgin und Rheumatologin. Wenn Sie zu uns als Patient in die Elbtag-Klinik kommen, werden Sie von einem ganzen Team behandelt. Das ist das sogenannte Rehabilitationsteam. Das sind einerseits die ärztlichen Kollegen, dann die Kollegen der Abteilung der Pflege, also der Pflegedienst, die große Abteilung der Physiotherapie. Unsere Physiotherapeuten sind Krankengymnasten, insbesondere auch Manualtherapeuten. Das sind Ergotherapeuten, die auch zur Abteilung Physiotherapie dazu gehören. Weiter gehören zum Rehabilitationsteam die Kollegen der Abteilung Psychologie, unsere Sozialarbeiter und unsere Ernährungsberater. Die Elbtag-Klinik ist eine Fachklinik für konservative Orthopädie, für Traumatologie und für Rheumatologie. Wir behandeln hier also insbesondere orthopädische, unfallchirurgische und rheumatologische Krankheitsbilder. Ganz wichtig ist auch die Möglichkeit, hier bei uns in der Sporttherapie Übungen an medizinischen Trainingsgeräten auszuüben. Manchmal ist es so, dass insbesondere ältere Patienten eine Scheu haben, an solche Geräte zu gehen. Unsere Geräte haben die Möglichkeit, dass wir Chipkarten gesteuert für jeden Patienten ganz gezielt die Möglichkeit haben, seine Belastbarkeit festzustellen, auf der Chipkarte zu speichern und dem Patienten damit die Möglichkeit zu geben, sich nicht gesundheitsschädigend zu bewegen, sondern seine Muskulatur zu kräftigen und dieses dann zu Hause auch weiterzumachen. Unsere Abteilung Ergotherapie ist insbesondere auf Handtherapie spezialisiert. Hier können unsere Rheumapatienten lernen, wie sie ihren Alltag beispielsweise auch mit Hilfsmitteln besser bewältigen, und sie werden durch die speziell ausgebildeten Handtherapeuten behandelt, damit die Schmerzen im Bereich beispielsweise der Hände gelindert werden. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass unsere Ergotherapeuten Hilfsmittel, beispielsweise Schienen, für Rheumapatienten herstellen, damit die Handfunktion verbessert ist und man besser als bisher seinen Alltag bewältigen kann. Eine Spezialität unserer Klinik ist die Nachbehandlung nach Amputationen, insbesondere im Bereich der unteren Extremität. Dazu gibt es ein sogenanntes Amputationsteam. In der Ergotherapie gibt es die Möglichkeit, Bewegungsabläufe beispielsweise auf der schiefen Ebene zu erlernen. Die amputierten Patienten erlernen dort auch das Treppensteigen und können sich besser als bisher in der häuslichen Umgebung dann bewegen wieder. Ernährungsberater sind Mitglied des Rehabilitationsteams. Es besteht hier bei uns in der Klinik die Möglichkeit, sich gezielt beraten zu lassen, beispielsweise wenn man sein Gewicht reduzieren möchte oder wenn man Diabetiker ist und nicht ganz genau weiß, was darf ich jetzt essen, was darf ich nicht essen und wie sollte meine Ernährung über den Tag verteilt sein. Unsere Ernährungsberater sind insbesondere auch spezialisiert für die Beratung von Allergiepatienten und von Rheumapatienten. Denn man weiß, dass Rheumapatienten ihre Krankheit durch die Ernährung zwar nicht verhindern können, aber den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Falls bei Ihnen der Bedarf einer orthopädietechnischen Versorgung besteht, möglicherweise bei Fußheberschwäche oder bei einer Gelenkerkrankung des Kniegelenkes, können wir hier Sie gezielt beraten. Zu unseren therapeutischen Möglichkeiten gehört auch, dass unsere Patienten Übungen im Bewegungsbad ausüben können. Die Patienten üben im Bewegungsbad natürlich immer unter therapeutischer Kontrolle, damit man sich auch nicht überlastet. Und sie lernen ebenso wie in der medizinischen Trainingstherapie Übungen für zu Hause, dass man, wenn man uns hier verlässt, zu Hause weiter Übungen ausführen kann. Die Elbtag-Klinik ist sehr schön in einem alten Kurpark gelegen, den wir auch für unsere Therapien nutzen. Hier finden unsere Gangschulen zum Beispiel statt. Wir haben einen guten Gangschulparcours auch, wo Patienten insbesondere nach Endoprothesenoperationen oder nach Amputationen wieder das Gehen auch auf unebenem Gelände lernen. Denn das Wichtige ist, dass unsere Patienten, also dass sie sich zu Hause wieder sicher fühlen und auch ihren häuslichen Alltag und beispielsweise das Einkaufen wieder bewältigen können.
Die Elbtal-Klinik gehört zum KMG-Klinikverbund. Das ist für uns sehr gut, denn wir arbeiten gemeinsam mit den Kollegen des Akutkrankenhauses Hand in Hand.